Yeah, der Handel läuft erstmals. Oh, genau am 1. Januar jetzt drauf geklickt. Ich habe endlich mal ein Plus. Weil ich jetzt schon angefangen habe, die ganzen Kalksteine rauszuhauen. Aber weil ich habe auch festgestellt, also ich produziere einfach viel schneller, als die mir das abkaufen können. Von daher kriege ich diese erforderliche Kalksteinzahl auch so ohne Probleme voll. Ich habe jetzt hier noch zwei Warenlager hingesetzt, weil die sonst viel zu lange Leerlauf haben. Weil der Karren nicht schnell genug ist. So ein Lauch, ey. Ich habe jede Menge Bier. Sehe ich gerade. Wollt ihr mir das nicht abkaufen? Das ist ja ein neues Jahr. Soll ja demnächst ein Händler... Da ist er ja sogar schon. Cool. Yay. Ich brauche meine ganzen Aufträge gar nicht erfüllen. Die wollen 1000 Dem und 1000 Getreide. Die haben so eine Macke, die Leute. Aber ich brauche diese Aufträge eigentlich gar nicht erfüllen, weil ich habe ja Reh auf meiner Seite. Und der sorgt schon dafür, dass alles cool ist. Alles cool. So, yeah. Jede Menge Geld. Cool. Ah, hier ist das was. Jede Menge Geschirr, das kann ich auch gleich noch verkaufen. Ein bisschen was lasse ich für einen Bazar übrig. Der hat noch ein bisschen, das ist okay. Das reicht eigentlich auch so. Ich habe jetzt schon 1800 Bevölkerung. Gibt es vielleicht noch andere, die Kalkstein kaufen? Das wäre mal eine Idee, das zu überprüfen. Der kauft Getreide? Ne. Guck mal, das habe ich gebaut. Elefantin kauft Geschirr. Kauft der Selime auch. Und notfalls kann ich auch hier eine Handelsroute. Ah, noch eine Seeroute. Das ist doof. Seerouten ist doof. Dauert immer wesentlich länger, die Schiffe zu beladen. Ja, das ist meine Pyramide hier, das Riesenteil. Und das ist die kleine Insaquara. Ja, ist cool, wenn man so nach und nach hier die ägyptische Karte mit Monumenten selbst füllt. Apropos Monumente, wir haben 119 Steine. Das Ding ist, man könnte theoretisch jetzt hier schon die Pyramide hinsetzen und die Vorbereitung machen lassen. Also natürlich, sobald die Felder unter Wasser stehen, ne? Dass sie hier mit vollen Kräften arbeiten können. Aber... ich muss ja noch die einfachen Steine importieren. Das darf ich nicht vergessen. Ist mein Geschirr gekauft? Nee. Nur noch mehr Bier. Okay. Kaufen wir noch mal Steinchen ab. Aber ich habe jetzt mit einmal schon wieder 131, weil einmal die Fuhre jetzt kam. Die ganzen Karren sind zurückgekehrt anscheinend. Ich weiß. Aber nein. Ich könnte damit beginnen, Steine zu importieren langsam. Was kostet denn der Spaß? Das geht aber. 22 pro Block. Also theoretisch kann ich doppelt so viele kaufen, wie ich Kalkstein verkaufe. Ich kann ja spaßeshalber einfach mal erstmal ein Warenlager damit füllen. Lass mal sagen, wir importieren genau 32. Und setzen entsprechend, stellen hier das Warenlager für einfachen Stein only ein. Feste werden Steuern eintreiben macht mir zwar sehr viel Spaß. Das glaube ich. Mit Leib und Seele. Die beklagen sich noch über die Unterhaltung. Die Götter, ja, da können wir noch ein bisschen zelebrieren. Gerste ist alle. Okay, es ist ja bald Ernte. Aber gut, das sollte ich mal nichts exportieren weiterhin.
Warum kann ich Kupfer exportieren? Ich produziere gar kein Kupfer. Das ist immer so sinnlos. Ich könnte spaßeshalber eine Weberei hinbauen und darauf hoffen, dass mich Ptah segnet. Sodass ich keine Rohstoffe importieren brauche. Die machen hier fett Party. Das ist wieder ein Händler. Bringt der Steine? Ich bin Händler mit Leib und Seele. Nee, das ist wahrscheinlich auch übers Boot. Ja. Okay, das ist natürlich praktisch, wenn die immer so viele Steine mir verkaufen, wie sie von mir den Kalkstein kaufen. Das wäre äußerst praktisch. Oh, die bringen immer gleich 4 mit einmal. Krass. Ja, so geht das relativ schnell. Sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff im Laden wird? Gleich ist Ernte. Dann können wir auch... Das packt nicht mehr rum. Ja, das Warnlager hat die ganze Zeit rumgebackt. Das war zwischenzeitlich sogar irgendwie... Das, was ich angeklickt hatte, war auf nicht annehmen. Und alles andere war bis zum Viertel füllen. Wow, jetzt scheint es endlich mal zu funktionieren. Nein, Pharao, fick dich. Ich brauche das Essen selber. Ich hab Hunger. Monumente. Wir warten, bis die Ernte da ist und dann hauen wir den Scheiß dahin. Da sind die erstmal ein bisschen beschäftigt. 160 Kalkstein schon. Oh, 6, 6, 6, 7 Deben. Krass, das ist tatsächlich schon voll. Dann müssen wir hier noch eins hinbauen. Wir müssen hier, glaube ich, ein bisschen mehr Leute hinlocken. Also, es ist echt die hässlichste Gegend der Stadt, aber... Arbeit, Arbeit. Und, ja, eine Krankheit bricht aus. Geil. Ich habe doch... eine Arztpraxis da, aber anscheinend kommt der nicht vorbei. Hau ich das mal kaputt. Wenn jetzt wieder diese Seuchenkacke losgeht, wie beim letzten Mal, ey. Da kriegst du Gräser. Nahrungsmittelbestände sind niedrig. Ja, da wird doch schon was gemacht. Theoretisch kann man ja hier noch was abbauen. Aber das dann alles noch hier rüber zu schicken, oh je je. Ja, Gerste ist alle. Das ist doof. Aber ich habe schon mal ziemlich dickes Plus gemacht. 5000 dieses Jahr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe ja jetzt einen Haufen Bier produziert gehabt und jetzt alles mehr oder weniger mit einmal rausgeschleudert. Warum arbeiten die nicht? Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht bin. Der Tonschieber ist irgendwie gerade nicht zugegen. Hm? Wäre am praktischsten... Oh, scheiße. Da habe ich natürlich den Arzt nicht hingesetzt. My bad. Ja, jetzt braucht es Arbeitskräfte. Die Stadt ist klar. Ist ja auch alles tot. Kann ich noch alles abreißen, was tot ist? Heuiuiuiui. Ja, alles tot. Krankheiten, Nerven. Boah, die Überschwemmung ist ja ein Witz, Leute. Osiris ist total happy. Also mehr happy geht nicht. Der hat fünf happy, happy peoples. Was? Leute, ich hab das große Bauprojekt, ne? Nicht ihr. Jetzt wollt ihr meine Steine. So, jetzt setze ich hier einfach mal die Pyramide hin. Damit die sehen, ich brauche das Zeug selber. Schick dir ein Foto oder so. Hier geht nicht. Selber Pyramide. Das ist krass, wie schnell sich hier die Warenlager füllen, wenn die direkt mir noch vorstehen. Heftig. Jetzt? Ah ja, da kommen sie.
Gut, wir haben wieder Essen, aber das ist reichlich wenig. Okay, für 14 Monate. Gut. Aber die nächste Ernte wird halt bei weitem nicht so schön. Aber ich will jetzt nicht hier auch noch was hinsetzen. Ich kann... Ah! Aha! Ich habe ja hier noch ein Wieschen. Schauen, wie viel Zeugs kriege ich da jetzt drauf. Nee, das ist doof. Ich brauche ja eine Straße. Das ist eine ganze Menge, was hier reinpasst. Ja, das passt nicht ganz. Frau kann mich mal. Wow. Okay. Das ist nicht übel. Wirklich nicht übel. Das heißt, ich setze hier mal neue Häuser hin. Halt. Sperre. Nehme ich hier so. Das sollte reichen, arbeitskräftemäßig, auf jeden Fall. Und auch für den Wasserheber, den kann ich so gleich hier hinsetzen, das ist doch optimal. Jetzt habe ich nämlich hier einen Wasserheber und... Nope. Den Bewässerungsgraben hier gleich dran. So. So. Perfekt! Das ist doch richtig schick. Wesentlich, sieht wesentlich besser aus als bei der letzten Mission. Und da kommt auch schon die Arbeitskraft anmarschiert. Das Bahnlager ist schon wieder voll. Boah, ihr seid mir viel zu produktiv. Die Löhne sinken. Und? Wow, um einen Deben im Jahr. Okay, das senkt das Ganze um mickrige 80 Deben. Wow. Ja, das funktioniert doch super. Dann könnt ihr die Pyramide schon mal anfangen. Das dauert jetzt natürlich noch ein ganzes bisschen. Wenn ich nicht gerade irgendwie ein bisschen mehr Arbeiterlager hinsetze. Aber wir haben tatsächlich Arbeitskräftemangel. Wieso? Gewerbe und Handel. Ach, das ist hier. Okay, ja. Nee, das ist klar. Wenn das zum Beispiel erledigt ist, dann kann ich auch noch ein paar Arbeiterlager hinsetzen, theoretisch. Hier so ein Silo. 2000 Einwohner. Also eigentlich brauche ich wirklich keine neuen Wohngebiete mehr erstellen. Es reicht, wenn ich das bisschen hier dann alles ein bisschen... Das bisschen, alles ein bisschen. Pff, mein Vokabular, wenn ich das alles hier ein Stückchen aufwerte. Die. Da! Der scheiß Bazar, der kotzt einen hier gerade so ein bisschen. Den habe ich schon abgerissen und neu gebaut. Und er nimmt wieder hier genauso. Was ist das denn? Nein! Nein! Ja! Ja! Der Bazar kauft immer kein Getreide. Wozu ist er denn sonst da? Das ist nur ein Biermarkt oder was? Selbst das kaufen sie nicht. Und das Strohlager kann ich mal abreißen. So. Nichts annehmen außer Stroh. Haben wir schon? Nee, es fehlen noch vier. Jo. 220 Kalkstein. Ja, hier macht Hine. Also die Steine sind schon da. Dann können wir das hier relativ schnell abhaken. Wohlstand sollte steigen momentan. Ja, okay. Das ist sogar beides schon genau da, wo es hingehört. Ah!
Gut, das mache ich ganz zum Schluss. Definitiv. Granit importieren. Also vor allem, was ist denn das für eine sinnlose Grabbeigabe? Was will der denn im nächsten Leben mit 32 Tonnen Granit? Muss man nicht verstehen. Mein Ton ist alle. Verdammt. Sag doch was. Ich könnte natürlich auch Stellen auf importieren, wenn benötigt, aber ich habe immer Angst, dass das dann aus den Fugen gerät. So, was hat mir Osiris jetzt gesagt? Perfekt. So will ich das. Weil das sieht ja jetzt gerade nicht. Das ist alles andere als perfekt. Oh, dafür gibt es hier eine schöne Ernte. Wieder nur Fruchtbarkeit. Ziemlich niedrig. Okay, die gehen. Das ist gut. Das ist wieder. Ich glaube, das ist, wie weit die drin in diesem Wiesenfeld sind. Das könnte die Erklärung sein. Obwohl, das würde das beim letzten Mal nicht erklären, aber das ist komisch, ne? Hier ist 76% und hier nur 42. Obwohl ja hier sogar der Schlamm zuerst ankommt. Also hat das damit schon mal überhaupt nichts zu tun. Naja, never mind. Wir haben jetzt erstmal eine ziemlich gute Nahrungsproduktion und vor allem jede Menge Stroh. Juhu! Gerste ist knapp. Das ist uncool. Da muss ein bisschen mehr kommen. Die heulen immer noch rum wegen Arbeitskräften. Oh, es fehlt tatsächlich noch eine ganze Menge. Dann setze ich hier doch mal ein Bazar hin. Und hoffe, dass dann das, was hier noch nachkommt. Yay, Ton! Oder auch nicht. Da verarsch mich nicht. Der hat mir keinen Ton gegeben. So ein Mistkerl. Doofkopf. Und hier mache ich mal ein Ton- und Geschirr-Only-Warenlager. Vielleicht beschleunigt das ein bisschen hier die Produktion, wenn ich mal irgendwann Ton hätte. Und mein Geschirr solltet ihr mal langsam auch kaufen, Kollegen. Das wird sonst knapp. Muss ich doch noch mal eine Route öffnen. Na gut. Wenn ihr unbedingt wollt, wo war das denn? Hier, Elefantine, ne? Genau. Ja. Baut sie hier so die kommende Ernte? Nö. Ist nicht zwangsläufig vonnöten. Ein üppiges Fest. Und gleich das nächste hinten dran planen für den guten Tag. Das mit der Gerste ist gerade echt doof. Ja, das wird ein ertragsarmes Jahr. Sag ich mal. Wenn die mir nicht gerade jetzt 2000 Steine, 200 abkaufen. Ah ja, komm. Dann hier natürlich noch ein neues Warenlager hinsetzen, auf jeden Fall. Natürlich auf jeden Fall. Natürlich auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall zwei. Das ist mal. Heute muss ich Körbe schleppen. Ein Trott, den sie da hinter sich hergezogen hat. Lass mich rein, ihr kauft wieder kein Essen. Och, ey. Ich setz jetzt hier einfach einen zweiten Bazar hin. Und wenn der jetzt auch so rumkackt, dann, keine Ahnung, müsst ihr halt hungern, alle wie ihr da steht. So, endlich eine perfekte Überschwemmung wieder. Das sieht man doch viel lieber. Aber natürlich fleißig. Oh, es reicht genau. Wirklich auf den letzten Gerstenkorn reicht das für alle Brauereien.